Argonaut.tv, Ihre Reisesendung im Internet. Heute mit einem Türkei-Special. Und nicht nur heute, nein, auch die nächste Sendung befasst sich mit der Türkei. Wir haben zwei Themenschwerpunkte gesetzt. Heute befassen wir uns mit 5-Sterne-Hotels. Und in der nächsten Woche befassen wir uns, also Uli und ich, mit einem anderen Thema in der Türkei. Heute also erstmal 5-Sterne-Hotels. Und eines, das wir Ihnen aber auf jeden Fall empfehlen können, das ist das Royal Wings. Das Royal Wings ist ein Hotel, was super für Familien geeignet ist, mit diesen großen Familienzimmern namens Duplex-Familienzimmer. Die gibt es dort. Da hat man richtig viel Platz über 2 Etagen. Es gibt eine sehr, sehr große Poollandschaft. Da kann man zum Beispiel von Poolrestaurant zu Poolrestaurant schwimmen. Wenn der Magen schon so ein bisschen schwer ist, eine ganz nette Sache. Sollte man nicht ins Wasser gehen, wenn der Magen leer ist, habe ich mal gelernt. Ja, volles Risiko. Ich meine, bei 1,50 Wassertiefe, glaube ich, kann man das noch überleben. Ist eine wunderschöne 5-Sterne-Anlage, die vor allem durch ihre Architektur besticht. Bei Argonaut für einen Preis für eine Woche All-Inclusive ab 515 Euro zu haben. All-Inclusive heißt in diesem Fall 24 Stunden rund um die Uhr, was immer Ihr Herz begehrt. Richtig. So viel zum Royal Wings. Alles übers Royal Wings und direkt buchen können Sie natürlich auch an der unten eingegebenen Adresse. Wir gleiten direkt weiter zum nächsten Hotel. Das ist nämlich das Incheon Beach Resort. 90 Kilometer entfernt von Antalya, 28 Kilometer nur von Alanya. Und das Incheon Beach Resort ist an einem unglaublich feinen Sandstrand gelegen. 2 Strände haben Sie zur Auswahl. Das ganze Hotel ist auf so einem kleinen Hügel gelegen. Sie können entweder nach links runter an einen etwas kleineren Strand, nach rechts runter an einen etwas größeren Strand. Also das ist mal eine ganz feine Angelegenheit. Und dieses Hotel können Sie buchen bei Argonaut ab 388 Euro die Woche. Und auch hier wieder alles, was Sie sonst noch über dieses Hotel wissen wollen, unten eingeblendet bei der für Sie jetzt mittlerweile schon gewohnten Adresse. Nächstes Hotel, was wir uns vornehmen, das dritte und letzte heute im Bunde, ist das Limak Lara. Ein Hotel, was den beiden ersteren von heute in nichts nachsteht. Das ganze Hotel, eine Luxusanlage vom Feinsten mit höchsten Qualitätsansprüchen. Ein à la carte Restaurant, eine riesen Poollandschaft, eine tolle Gartenanlage, Zimmer mit Vollausstattung. Also ich fange gar nicht an, was aufzuzählen. Das ist nämlich alles dabei, was Sie sich vorstellen können. Und schön ist, dass man auch Halbpension buchen kann. Das ist für die Türkei nicht normal. Normalerweise ist da alles all-inclusive oder mindestens Vollpension. Wenn Sie also gerne was unternehmen, ist das eine ganz angenehme Sache und natürlich auch etwas günstiger dann. Es gibt auch schöne Restaurants da. Es gibt sehr schöne Restaurants, ja. Lara ist wirklich auch zum Ausgehen ganz, ganz hübsch. Die Woche all-inclusive im Limak Lara gibt es ab 480 Euro. Und, entsprechend preiswerter, wenn es eine Halbpension ist. Richtig, genau. So. Haben wir das? Lange. Jetzt geht's rüber. Genau, zum Studiogast. Herzlich willkommen in der Sendung. Schink ist Ihr Nachname, richtig? Habe ich versprochen? Richtig. Genau. Sie haben Erfahrung mit 5-Sterne-Hotels in der Türkei. Ist das vergleichbar mit einem 5-Sterne-Hotel in Deutschland zum Beispiel? Die 5-Sterne-Hotels in der Türkei sind schon sehr, sehr schön, aber doch ein bisschen anders als jetzt in Deutschland. Mhm. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt die ganze Sache. Und bisher war ich in Side und in Belek schon öfter und da sind sehr, sehr schöne Anlagen. Das klingt ziemlich komplett, das Ganze. Also man von allem, was man sich im Urlaub, also Sport, Wellness, Essen, das ist alles abgedeckt, was man so an Wünschen hat. Das schließe ich jetzt mal daraus. Was gibt's denn, Sie haben die Erfahrung gemacht, was gibt es denn sonst so für Geheimtipps? Also was ist denn so, was muss man gemacht haben in der Türkei, wenn man da ist? In der Türkei kann man sehr gut shoppen. Und auch günstig, man muss nur ein bisschen handeln. Ja, entweder man mag das oder man mag das nicht. Mhm. Und dann kann man sich sehr, sehr viel anschauen. Das Schöne ist, man kann wirklich querbeet einfach durch diese antiken Gebäude laufen und da ist nichts abgesperrt. Und das ist noch sehr schön. Toll, ja. Ja. Viele Informationen, die ich Ihnen gerne noch entlocken würde, gibt es. Wir haben aber keine Zeit mehr, leider.
Ich darf mich trotzdem von Ihnen verabschieden. Ihnen herzlich danken, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke, gerne. Und dieselbe Gelegenheit zum Verabschieden, die geben wir Dirk am besten auch noch. Der steht nämlich noch allein im Studio. Dirk, du darfst dich auch noch verabschieden. Danke, Uli, liebe Frau Schink. Das war doch eine ganze Menge an Informationen, die wir da über die Türkei bekommen haben. Das war aber lediglich Teil 1 der Türkei-Informationen. Teil 2 folgt dann nächste Woche. Sie erinnern sich vom Anfang der Sendung. Einen haben wir noch ganz zum Schluss für Sie. Sie können nämlich 50 Euro in Form eines Gutscheines bei uns bekommen, wenn Sie uns anrufen unter der unten eingeblendeten Nummer 0808 3x die 1, 3x die 3 und uns Ihre Meinung zur Sendung sagen, was war gut, was war schlecht. Also rufen Sie uns an und Sie können einen Gutschein gewinnen, wenn Sie denn demnächst eine Pauschalreise bei Argonaut buchen. Das war's für jetzt. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin.